Hallo da draußen. Mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in City Skylines, wollte ich jetzt fast sagen. Nein, in Scrap Mechanic natürlich. Im Challenge-Modus. Und das da drüben sieht ja mal ganz spannend aus. Ja, Challenge Nummer 34 müsste das, glaube ich, sein. Wir haben als Hinweis 4 Kartoffelkanonen. Alles klar. Und die Map sieht von oben so aus. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz, was mir da sagen will. Wir gucken uns mal gerade aus der Nähe an. Oder zumindest so nah, wie wir eben nun mal hinkommen. Da unten ist das Ziel. Und da führt hier eine Leitung hin von dort oben aus. Und das da ist... Ach, hier unten, diese Stützen, die sind anscheinend, aus Pappe. Das heißt, ich müde mich mal gerade einmal ganz kurz. So, Verzeihung, da bin ich wieder. Ja, jedenfalls müssen wir das wahrscheinlich wegschießen und dann passiert irgendwas. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir bauen jetzt erstmal ein Fahrzeug, das schießen kann und dann sehen wir weiter. Das, denke ich mal, wäre vielleicht ein ganz guter Anfang. So, die Teilekiste gibt die üblichen Verdächtigen und noch ein paar mehr her. Okay. Also ich bin wirklich mal gespannt, was uns das jetzt sagen soll dort. Und was wir mit diesen Bauteilen hier anstellen sollen. So, Motoren. 4 Elektromotoren haben wir wieder. Damit können wir die Kanonen so ein bisschen einstellen, vermutlich. Warte mal, mit den Pistons sollen, ist mir auch noch nicht klar. Die ganzen Gestänge hier. Okay, Schritt 1. Wir brauchen ein Grundfahrzeug, um uns durch die Weltgeschichte zu bewegen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. So. Schritt 2. Würde ich sagen, soll sein, dass ich jetzt dieses Mal zur Abwechslung einfach mal die großen Räder nach vorne baue. Letztes Mal waren sie hinten. Dann haben wir halt nicht jedes Mal das komplett gleiche Fahrzeug, ne? Auch wenn es in seiner Grundstruktur natürlich trotzdem immer recht ähnlich ist. Achso, jetzt habe ich das Ganze ja wieder so aufgebaut, dass ich die Lenkung nach hinten baue. Na gut, dann ist es halt so. Werden wir schon mit klarkommen, denke ich mal. So. Zack, zack. Dann haben wir jetzt noch 2 weitere Bearings. Und die restlichen Räder kommen da noch dran. So. Eigentlich könnte man das ja auch mal ein bisschen anders bauen, ne? Ah, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich habe gerade überlegt, auf den drei Blöcke breiten Sitz umzubauen. Und dann hier noch ein Bearing einzusetzen, damit die Achse so ein bisschen auf- und abschwingen kann, damit sie sich an den Untergrund anpassen kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das hier mal so ansehe, glaube ich nicht, dass ich eine... Ups. Ja. Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich eine solche Funktion dann unbedingt gebrauchen könnte. Okay, dann fangen wir also mal nochmal an. Ein Motor kommt hier drauf. Und die anderen Motoren, wollen wir die mal so nutzen, wie sie... vielleicht eventuell möglicherweise angedacht sind. Also hier die ganzen 4 Elektromotoren alle hier drauf bauen. Und dann damit die Kanone steuern. Ich meine, wir haben ja auch 5 Knöpfe zur Verfügung. Also das könnte man schon machen. Aber ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht? Ja, ich brauch's mal wieder so ein bisschen mehr von der Seite her. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es ein bisschen ungünstiger ist, weil dann der Rückstoß der Kanonen die Ausrichtung ein bisschen mehr durcheinander schmeißen kann. Wenn ich hier das Bearing vom Sitz, also so ein Lenk-Bearing, nehme, um die Kanonen einzurichten, dann richtet sich das ja immer wieder geradeaus und schmeißt eher den Wagen rum. Na gut, wir werden es ja sehen. Wenn es nicht so gut funktioniert, dann bauen wir es halt einfach wieder um. Ist ja jetzt auch keine große Sache, ne? Die Kanone, die kann ich hier sogar ein bisschen nach hinten bauen. Na komm, die kommt trotzdem nach vorne. Dann brauchen wir unsere 4 Schalter. Und noch einen 5. für die Kanone selbst natürlich. Und das sähe dann so in der Art aus. Ich bin ja echt mal gespannt, ob ich damit dann noch einigermaßen zurechtkomme.
Wie mache ich das jetzt am sinnvollsten? Pardon? Also erstmal brauche ich natürlich diese Verbindung hier. Und dann hätte ich jetzt die Kanone auf der 5. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Machen wir das mal so. Okay, also auf der 3 habe ich die Kanone. 1 und 2 sind für hoch und runter. Und 4 und 5 sind... Nee, jetzt habe ich es genau andersrum gemacht. Ah, verdammt. Okay, dann probiere ich halt einfach mal damit klarzukommen. Okay, Geschwindigkeit stelle ich mal... Na, vielleicht nicht ganz so hoch. War in der letzten Folge doch ein bisschen bockig, den ganzen Krempel hier auszurichten. Dann brauche ich natürlich noch den Sitz hier zur Lenken. Na, nicht umstellen, wir haben die Lenkung hinten. Motor verbinden, Motor an, die vorderen Räder von mir aus, dann sind die diesmal unser Antrieb. So. Okay, hier haben wir mit der Lenkung jetzt ein dezentes Problem, weil der Knopf da so nah rankommt. Ich baue das mal gerade nochmal um, das gefällt mir so nicht. Also ist das jetzt die 5 und die kommt dann hier drauf. Das ist ja doof jetzt. So, da kommt sie wieder rauf. Okay, scheint grundsätzlich zu gehen, aber mir fällt gerade auf, wo mein Fehler lag. Ich muss ja jeweils eines der Bearings umdrehen. Okay, das ist falsch rum. Die 1 ist nach rechts und die 2 ist nach links. Das gefällt mir nicht. So, 1 nach links, 2 nach rechts. 4 hoch, 5 runter. Ich denke mal, damit sollte ich klarkommen können. Dann hiermit schießen. Da sind noch 4 Kartoffelkanonen. Habe ich noch ein paar mehr zur Auswahl? Ich habe sogar noch eine ganze Menge mehr zur Auswahl. Ja. Ja gut, also ich meine, wenn das doch schon so ist. Also ich meine, soll ich mich da jetzt beschweren? Oder nutzen wir es einfach so, wie es ist, aus? Ich mach das mal so in der Art. Dass wir dann vielleicht wie so ein Blade da hinten durchrasieren können. Wisst ihr, wie ich meine? Das könnte vielleicht ganz cool sein. So. Achso, ja, das, Dinge, an die man vor Fahrtantritt denken sollte. Heute ist denn auch alles eingestellt. Und verbunden. Und verknüpft. Und ihr wisst, was ich meine. Oh, dann schmeißt uns aber ganz schön zurück. Da ist der Motor nicht stark genug für. Ach, das wird schon so passen. Dann probieren wir den ganzen Spaß jetzt mal aus. Okay, ein bisschen hoch die Kanonen. Und ein bisschen nach links. Und dann feuern wir jetzt einfach mal. Dann schmeißt uns aber ganz schön nach hinten. Ich glaube, ich verstehe gerade. Wofür die, Pistons da gewesen wären. Nämlich, um uns hier an Ort und Stelle zu halten. Ich gebe gerade Vollgas. Okay, das war eine Säule, also das funktioniert. Ich baue das trotzdem gerade nochmal ein bisschen um. Nur ein kleines bisschen. Und zwar folgendermaßen, wir haben ja noch einen Controller übrig, mit dem setze ich jetzt dieses Bearing hier fest und das zweite wird ein Lenkbearing, dann habe ich das schon mal ein bisschen einfacher. Dann baue ich auch zwei von denen hier nicht mehr. Und diese ganzen Schalter hier, wie mache ich das am besten? Die 3 ist weiterhin zum Schießen, da hätte ich gerne hier die 1 und die 2 verbunden. So, die 2 ist damit verbunden, dann kommt die 1 hier drauf, einen davon muss ich umdrehen, hoffentlich war es der richtige, wir schauen mal gerade. Nein, die drehen sich jetzt beide hoch. Okay, das passt ganz gut, denke ich mal. Hiermit drehen sich die Kanonen mit.
Und jetzt werde ich noch eben ergänzen, dass wir hinten so einen kleinen Stopper haben. Beziehungsweise wie viele? Vier. Wir haben vier Pisten zur Verfügung. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann bocke ich den ganzen Spaß mal gerade kurz auf. Außerdem wollte ich nicht in die Third Person gehen. Und dann würde ich sagen, könnte man das Ganze vielleicht so absichern, wa? Das könnte doch gehen. Okay, jetzt habe ich hiervon nur noch zwei zur Verfügung. Das macht aber nichts. Dann kommen hier vorne halt einfach ein paar Stahlblöcke drauf. So. Ja, mal gucken, ob wir uns damit schon hinreichend aufbocken können. Ob das vielleicht schon ein bisschen was hilft. Ein Schalter wäre dafür noch nicht schlecht, ne? Habt ihr recht? Da kommt dann meinetwegen hier drauf. Dann war es hier hinten auch noch mal ein bisschen symmetrischer. Und ganz ehrlich, hier die 4 und die 5. Ach, ganz ehrlich, die brauchen wir eh nicht mehr. Dann machen wir das so. Ab an den Sitz. Ab an die jeweiligen Pistons. Und dann schauen wir mal, ob wir uns das nicht vielleicht doch ein bisschen einfacher machen können. Voreinstellung könnte sogar schon ganz gut hinkommen. Tja. Ich finde, das sieht gar nicht mal so dumm aus. Probieren wir es. Warte mal, ist das jetzt hier beim Lenken im Weg? Nö. Gut. Sehr gut. Okay. Dann wollen wir doch mal. Einmal bis hier vorne an die Grenze, an die Markierung. Ich drücke die 4. Jawohl. Ah, schon ziemlich cool. Okay, das war zu hoch. Haha, sauber. Okay, ein bisschen neu ausrichten. Wieder aufbocken. Und dann schießen wir die zweite Säule ab. Und das war's. Alles klar. Und das hat jetzt das Ziel aktiviert und... Also ich meine, ich verstehe die Zusammenhänge noch nicht so ganz richtig, aber... Das war's. Wir sind... Huch. Ja. Kann sein, dass wir in puncto Gewichtsverlagerung nicht ganz 100% optimal unterwegs sind. Aber es hat funktioniert, wir sind durch und ich sehe da drüben ein Sprengfass für die nächste Herausforderung. Da freue ich mich jetzt gerade ein kleines bisschen drauf. Wir sehen uns dann, wenn es soweit ist, in der nächsten Folge. Ich würde mich über ein Däumchen freuen und wir sehen uns dann, ja, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Kerge.